große Ehre. Als Kind haben wir das immer mit der Familie geschaut, also den Orden wieder, den tierischen Ernst. Wir haben, finde ich, eine Ritterin, die das sehr, sehr sympathisch macht und der man sofort abnimmt, dass sie hier viel Spaß hat. Das ist ein Gefühl, als wenn ich mit dem schon 20 Jahre moderieren würde. Kennengelernt und sofort lieben gelernt. Und das ist einfach ein weiches Bett, in das man sich dann moderationstechnisch auch immer fallen lassen kann. Willkommen zu einer neuen Folge von AKV TV und der Karnevalssession 2018-2019. Von Jahr zu Jahr schauen Millionen von Menschen die Veranstaltung Orden wieder tierischen Ernst hier im Eurogress in Aachen. Dieses Jahr wurde Julia Glöbner zur Ordensritterin ernannt und alle möglichen Infos, was wir sonst erlebt haben, das seht ihr jetzt. So schön und lang ist die Session. Wir brauchen richtig Kondition. Wir bleiben nach so cool wie Eis. Es hat einen Riesenspaß gemacht, auch mit dem Elverrad, die Sachen umzusetzen. Wir hatten natürlich ein Riesenglück mit dem Wetter. Es wäre nur dieser eine Tag möglich gewesen, wie sich jetzt im Nachhinein herausgestellt hat. Wo sind die Hände? Party ohne Ende. Hände hoch und Überfall. Es ist einfach so, dass wir gestern gedacht haben, er war ganz schön locker, so die Generalprobe. Aber ich würde sagen, noch lockerer war heute die Sitzung. Das war, glaube ich, die erste Sitzung, die mit Anarchie im Saal aufmachen kann. Das habe ich noch nie erlebt nach den Amigos. Ja. Da war kein Halten mehr. Ja, die Julia Glöckner hat eine tolle Ritterinnenrede gehalten, weil sie nicht nur Humor gezeigt hat, sondern sie war auch total authentisch. Das heißt, sie hat ihre Themen angesprochen, auch die kritischen Themen. Sie ist ja oft angegriffen worden für ihre sehr kantigen Positionen in der Migrationsfrage. Das hat sie heute sehr witzig und auch mit Zustimmung des Saals ja nochmal zum Thema gemacht. Und ich finde, das ist für eine Ritterrede eigentlich die große Klasse. So ein bisschen den Elverrad auf den Arm nehmen. Also bei der über 60 Männerriege, die bisher geehrt worden sind, waren es ja nur 6 Frauen, aber jetzt ist jetzt Ruder rumgerissen. Vor allen Dingen ging es darum, tagesaktuell Themen anzusprechen. Also, dass jeder eine Verantwortung hat, dass es nicht immer nur der andere ist, wenn es auch um unsere Art von Konsum geht, aber dass es auch um Frauenrechte geht. Dann sagst du, leck mich schon am Oka, ist nicht schlimm, das darf man hier ruhig sagen, denn so funktioniert das nun einmal bei uns in Aachen. Wieso wurde ausgerechnet Julia Glöckner ausgewählt? Ja, eigentlich genau für das, was sie heute auf der Bühne auch verkörpert hat. Humor und Menschlichkeit im Amt. Sie ist eine bodenständige Person, die sagt, was sie denkt und die gleichzeitig aber auch jeden Mensch so nimmt, wie er ist. Und das ist, glaube ich, eine besondere Gabe.